Pfirsich, Kaktusfeige, Hibiskus und Meerfrucht Vanille. Echter Tee. Jetzt eiskalt genießen. Vier leckere Geschmacksrichtungen. Direkt gebrüht. Und weniger Zucker. VitaVate Tee. So Leute, herzlich willkommen zum ersten Vlog der Thailand-Reise. Wir gehen jetzt zum Flughafen, dann fliegen wir nach München. In München kommen Omid und Ikenna dazu. Das sind unser Squad, zu viert, yeah, you know what I'm saying. Dann fliegen wir weiter 10 Stunden nach Bangkok. Viel Spaß mit den Vlogs, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich freue mich sehr. Ist entweder Popstar oder auch Ladyboy werden. Yappi, komm mal runter, Blasi, Blasi. Es geht nach Thailand. Einfach Thailand auf Platz 1 meiner Bucketlist, wo ich mal hin wollte. Ne? Thailand schon immer. So, wir sind jetzt noch in der Apotheke, weil wir was ganz Wichtiges holen müssen. Und zwar Röntgen und Blackie. Tiki, tiki. Schon mal schlau im Leben, immer in der im Heimatland Geld wechseln. Der Mann hat da jetzt 70.000 oder sowas in der Hand. Und das ist Lil Baby. Jenna. Plan ist, Cora jetzt diese Effekt in 2 Tage in Bangkok, dann fahren wir nach Pattaya. Dort ist Rolling Loud. 3 Tage sind dort, dort ist Travis Scott, Lil Uzi, Chris Brown, bla bla bla. Am 17. fliegen wir von Pattaya nach Koh Samui auf eine Insel, haben da eine sehr schöne Villa, bleiben da so 5 Tage ungefähr und machen ein bisschen Inselhopping, gehen vielleicht auf andere Inseln, Koh Tao, Koh Phangan, haben wir so ein bisschen im Kopf. Falls ihr irgendwelche Empfehlungen habt, noch in der Nähe oder so, Koh Phi Phi schaffen wir glaube ich leider nicht, Phuket auch nicht, Krabi auch nicht, ich weiß, es gibt viele Orte. Und falls ihr Videoideen habt oder sonst was, dann schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Phuket ist in Bangkok. Schritt Nummer 1, ganz klar, kauft euch WLAN. Wir fliegen jetzt 11 Stunden nach Bangkok. Das ist echt hart. Bist du schon mal so lange geflogen? Hä? Bist du schon mal so lange geflogen? Wie lange war Ibiza? 2 Stunden. Sega. Kleiner Sneak Peek. Ich bin schon aus dem Flugzeug raus, ich kriege noch keine Luft. Also ohne Klimaanlage, Hilfe. Ach du Scheiße. 10.35 Uhr heißt, es ist noch nicht mal pralle Sonne, Digga. Sag mal was zur Luft. Digga, ich dachte gerade, ich... Digga. Digga, was sagst du zur Luft? Geisteskrank. Digga. Komm ich am schnellsten zu den Ladyboys jetzt. Weißt du, was die sind? Wir reden schon wieder darüber, dass ich Kenner nur 7 Wörter kann ungefähr. Auf den, Junge, auf alles. Zweitens kann ich mich sehr, sehr gut ab. Guck mal, guck mal, er macht jetzt extra so. Er sagt gerade, er hat super Gestik, Mimik. Mimik auch gut. 1 bis 10 Mimik, wie gut ist deine? Ja, weiß jetzt nicht, ob man das in Zahlen ausdrücken kann, aber... Und sag mir nochmal, was... Ja, aber an sich habe ich super Gestik und Mimik und auch einen guten Wortschatz. Was erzählst du gerade? Dass es sein kann, dass wir beide einfach gegrapscht werden auf der Straße, so angepasst werden, Gesicht und da angepasst werden. War, am Schwanz? Ja. Ja, wieso? Keine Ahnung. Einfach so. Der Weg nach draußen, sag mal. Ich fühle mich wie SpongeBob in Sandys Kuppel. Wow! Übrigens, Manon und ich mit kleinem Asia-Fetisch. Es wird jetzt ausgesprochen. Ja, es stimmt. Ja, mit Preis sogar. Du auch? Achso, stimmt. Moment, magst du Asiatinnen? Nein. Nein? Aber? Generell schon, aber ich stelle mal. Die Leute können hier bis jetzt eher mäßig Englisch. Jungs, wenn wir ein Auto nehmen, wer ist der Fahrer? Ich. Hast du Führerschein damit? Ja. Ja, Sid oder ich? Sie kennen aber nämlich schon mit mir unterwegs. Ich hab doch gesagt, ich hab Führerschein. Also, ich bin der Einzige mit einem internationalen Führerschein. Ich hab 12 Euro gezahlt. Ich glaube, hier ist auch so mit Rollermieten und sowas, darauf freue ich mich voll. Ich werde euch aber alles sagen, auch Preise und sowas. Flüge. Economy hat so 1,3, 1,8 gekostet. Mal so, mal so. Und Business Class 3,8. Hotel zahlen wir für 2 Nächte. 5-Sterne-Hotel. 500. 70 Euro, ja, das sind so bis jetzt die Preise. Guck mal, wo wir sind. Europa ist hier, da ist Deutschland. Wir sind einfach hier am anderen Ende der Welt. An Mitternacht regnet es in Hannover. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 48 Stunden später in Berlin die Sonne scheint? Wer gerade nachdenkt. Er sagt, wie der Wind will. Sag doch mal. Ich weiß nicht. Ich wiederhole. Ich wiederhole. An Mitternacht, wie soll er an Mitternacht die Sonne scheinen? Wahrscheinlich kann... Ja, okay. Das sind ganz wilde Märkte. Ich verstehe das Spielprinzip da nicht von der Stadt. Muss ich mir mal angucken. Eher Hochhäuser oder... Oh,
Aber man sagt... Halt die Fresse, Sitzer! Ja, was war jetzt so? Natürlich ist das schlimm! Die Leute hier sind alle jetzt. NPCs und die kommen, die sind nur hier, wenn wir hier sind. Und wenn wir weg sind, dann sind die wieder weg. Die laden nur dann. Hier, so sehe ich mich mit dem Roller. Aber Verkehr geht eigentlich. Also ich dachte bis jetzt... Vielleicht sind wir noch nicht ganz in der Innenstadt, aber ich dachte, es wäre schlimmer. Ja, ich dachte so hier so. So ist es aber auch. Okay, es ist gerade erst 15 Uhr. Digga, wir kommen hier an, da kommen direkt 7 Arbeiter. Alter, mir ist immer voll wichtig, dass ich weiß, was Danke und sowas auf in der Sprache hier heißt. Also Hallo heißt Sabrikab. So, braucht so Brust und so. Kleinen Nicker. Danke. Ich glaube, Krakun. Mir ist gerade aufgefallen, durch die Zeitverschiebung sind wir nur eine Nacht jetzt in Bangkok hier. Wir fahren morgen nach Pattaya. Morgen habe ich auch Geburtstag, also ich habe in 6 Stunden Geburtstag oder so. Maybe dafür gratis Follow da lassen oder so. Ja, also morgen geht's schon nach Pattaya und übermorgen schon Rolling Loud. Wir haben jetzt auch schon einen kleinen Plan bekommen. Wir sind hier, da ist so die Innenstadt, den Shopping Malls und sowas. Da ist Khao San Road oder hier. Verrückte Partymeile. Da ist Chinatown, da gibt es Streetfood und da ist der Night Market. Immer wenn ich meine Haare abtrocknen und so, da kommen immer irgendwelche Farben raus. Guck mal jetzt. Jack! Ich hab nur das Handtuch raufgelegt. Wir sind jetzt auf dem Weg, was zu footen. Sarah und ich nehme auch ein Foto auf. Wir gehen jetzt nach Chinatown. Digga, wir Tintenfisch und sowas. Ich schwitze, dann schwitzt der Mann da auch. Guck mal seinen Bauch an. So. Digga, sein Kopf ist noch dran. Scharf, scharf. Okay, langsam verstehe ich den Verkehr. Ja, wir stehen, sind 5 Minuten hier. Die Zeit wurde länger. Digga, endlich. Ich schwöre, 20 Minuten. Ja. Was ist das? Endlich. Ey, Chat, ungelogen. Also da stand eine 23 Minuten Stand, wir brauchen. Und wir sind seit Stunde 5 Minuten schon unterwegs. Ich habe noch nie so einen Verkehr gesehen. Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe, ich schwöre. So, wir sind jetzt irgendwo in Chinatown. Ich weiß nicht. Ja, dann hol doch mal jetzt. Hängt da so halb Hühnchen. Digga, es ist so überfüllt hier, ne? Das ist crazy. Also ich glaube, ich habe noch nie so schlechte Luft gerochen. Ja, man denkt, man steht so in der Küche, so, wo einer gerade kocht mit Gas und alles drum und dran. Digga, es ist so heiß und alles stinkt. So riecht Fisch, riecht keine Ahnung was alles. Ja. Ne, aber guck dir das mal an. Das sind 90.000 Grad. Wir kommen auch alle möglichen Gerüche von, boah, von dort. Jetzt kommt Abgas, 10 Meter in der Straße drin, drehen wir um und gehen wieder raus. Ey, man kriegt wirklich keine Luft. Wir disengagen jetzt mit einem Tuk-Tuk. Wow. Tschüss, Digga. Ich habe hier einen ganz schlimmen Platz. So, wir fahren jetzt Richtung Khao San Road, dem Partystrip. So was noch nicht auf YouTube. Ja. Ey, wir sind die Erste auf YouTube. Digga, wir sind ja Erste auf YouTube. Wir sind einfach in Bangkok, im Tuk-Tuk. Ist alles so random. Wir sind bei der chinesischen Mauer, Leute. Echt jetzt? Ja. So, der Brie hat jetzt für 10 Euro umgerechnet hierher gebracht. Direkt beim ersten Stand bin ich da stehen geblieben. Der allererste, den ich angesprochen habe. Leo, thailändisches Bier. Sempe ist die leicht zu überredste Person, die es gibt. Ist okay. Kann man vergleichen mit europäischem Bier? Ja. Ich meine, wie Bier. Vergleich mal mit einer deutschen Marke. Ich kenne mich nicht aus, Mann. Digga, was? Also, wer den jetzt probiert, den lutscht seinen Schwanz. Bussi Pink. Was gibst du mir? Nein. Ich laufe jetzt noch ein bisschen rum. Probier kurz live zu gehen von hier. Highlights davon, vom Livestream. Falls ihr mehr sehen wollt, seht ihr auf dem Zweitkanal. Nein, Sitz. Guck mal, wie viele Leute einen ansprechen, wie es abwackt. Leute, sprecht mich mal an. So, jetzt rein zurück. Allgemein, ich habe mir schon gedacht, Bangkok ist nicht sowas für mich. Also auch die Partystraße da ist kompletter Quatsch, die ganze Zeit von allen Seiten, alle 2 Sekunden kommt ein neuer Song und so. Das war gar nicht entspannt, soll es ja auch nicht sein, aber trotzdem. Und so Ping-Pong-Show und so. Wollte auch mit hin, aber also Feedback zu Thailand, zu Bangkok. Wir sind übrigens nicht hier wegen Bangkok, ne? Wir sind nicht hier wegen Bangkok, das muss man auch nochmal gesagt haben. Ich hatte gedacht, okay, wir sind jetzt hier die ganze Zeit. Wir sind so nur einen Tag. Feedback zu Bangkok von mir ist dreckig, hektisch, stinkt, eng, heiß. Es ist eklig. Und eklig. Und überfüllt. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass wir, glaube ich, auch nicht in den richtigen Spots. Wir waren nicht in den Touri-Spots. Ja, wo auch sonst. Wo wir auch hingehören. Boah, geht's für uns nach Pattaya. Ich habe jetzt übrigens auch Geburtstag, deswegen lasst ein Follow da zu meinem Geburtstag, so ein Geschenk, so mäßig. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video, weil es wieder heißt.
Willst du mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht aus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kaserne auf und was bist du drehen? Mit den Wegen kann ich mit deinem Baum. Oh mein Gott. Bubble Boss. Yeah.